X-Faktor, das Unfassbare. Wir leben in einer Welt, in der Traum und Wirklichkeit nah beieinander liegen. In der Tatsachen oft wie Fantasiegebilde erscheinen, die wir uns nicht erklären können. Können Sie Wahrheit und Lüge unterscheiden? Dazu müssen Sie über Ihr Denken hinausgehen und Ihrem Geist dem Unglaublichen öffnen. X-Faktor, das Unfassbare. Präsentiert von Jonathan Töbelmann. Wahrheit und Illusion liegen oft dicht beieinander und überall treffen wir darauf. Nehmen Sie diese Spardose. Auf den ersten Blick wirkt sie herkömmlich. Doch diese spezielle Dose bietet uns einen Einblick in Ihr Innenleben. Nehmen wir nun diese Münze und werfen sie hinein, so erscheint sie plötzlich viel kleiner. Doch lassen Sie sich nicht hinters Licht führen. In Wahrheit ist die Münze niemals geschrumpft. Versuchen Sie in den folgenden zwei Geschichten nicht den Überblick zu verlieren, denn manchmal wirken die Dinge ganz anders, als sie in Wirklichkeit sind. Was ist wahr, was frei erfunden? Am Ende der Sendung erfahren Sie, welche Geschichten wahr sind und welche wir uns hätten sparen können. Mögen Sie Pizza? Für viele ist Pizza ein Grundnahrungsmittel und aus dem Alltag nicht mehr wegzudenken. Sehen Sie diese Pizza hier. Auf den ersten Blick scheint sie mit vielen leckeren Dingen belegt zu sein. Doch blickt man hinter diese käsige Fassade, so wird man feststellen, dass sie in Wahrheit nie belegt worden ist. Roy Ballou liebt Pizza über alles. Er lebt buchstäblich davon. Doch der Genuss einer bestimmten Pizza sollte sein Leben für immer verändern. Endlich Samstag. Nach einer harten Woche im Büro gibt es nichts Schöneres, als sich einfach vor den Fernseher zu setzen und zu entspannen. Ich war Pizza-Fan und wie immer knurrte mein Magen und verlangte nach ihr. Ich ging also zur Küche. Sein. Sechs ist doch erst in einer Stunde hier. Ihre Pizza, Sir. Ich habe keine Pizza bestellt. Ihre Pizza, Sir. Oh, okay, was bekommen Sie? Die Pizza ist bereits bezahlt, Sir. Ich weiß nicht, was es war, aber irgendwie konnte ich nicht anders, als diese Pizza anzunehmen. Mensch, kannst du von Glück sagen, dass ich jetzt nach Hause gekommen bin? Sieh dir an, was du für eine Schweinerei angerichtet hast. Das war mir sehr unangenehm. Wie konnte das nur geschehen? Die Pizza im Ofen hatte ich wirklich komplett vergessen. Ach, nichts für ungut. Ein Mitarbeiter der Happy Pizza Pizza Factory nahm sich das Leben, als sich herausgestellt hatte, dass er schuld an einer giftigen Kontamination einiger Tiefkühlpizzen gewesen ist. Sein leblose Körper wurde gestern Abend im Happy Pizza Pizza Factory Pizzasoßentank aufgefunden. Hier ein Foto des Verstorbenen. Das ist er. Das ist wer? Das ist der Mann, der mir die Pizza gebracht hat. Das ist doch unmöglich. An diesem Tag hat ein Pizzabote mein Leben gerettet. Seitdem habe ich nie wieder eine Pizza angerührt. Wer war dieser Pizzabote, der Roy das Leben gerettet hat? War es ein Engel aus dem Jenseits, der seinen Fehler wieder gut machen wollte? Oder war es ein einfacher Pizzabote, der sich nur in der Tür geirrt hatte? Und was ist mit der Tiefkühlpizza, die Roy sich zuvor gemacht hatte? Hätte sie ihn wirklich das Leben gekostet? Oder hätte ihm am Ende die Tiefkühlpizza noch besser geschmeckt als die gelieferte Pizza?
Und wäre Roy nicht sowieso 75 Jahre später an Altersschwäche gestorben? Entspricht unsere Geschichte der Wahrheit? Oder hat unsere Redaktion sie da bloß reinbelegt? Weihnachten. Was gibt es Schöneres, als bei kaltem Winterwetter im warmen Schoß der Familie das Fest der Liebe zu verbringen? Die Tradition, einander Geschenke zu machen, darf dabei nicht fehlen. Gerade für Kinder ist das besonders wichtig. Für Rick Thompson wird es in diesem Jahr ein trauriges Weihnachtsfest werden. Das Geschäft in seiner chemischen Reinigung läuft nicht gut und er steht kurz vor dem Bankrott. Er wird seinen Kindern leider keine Präsente kaufen können, es sei denn, es geschieht noch ein Wunder. Es lief nicht gut in meinem Geschäft. Die Menschen brauchen keine chemischen Reinigungen mehr. Inzwischen hat auch jeder schon eine moderne Waschmaschine. Es war Dezember und mein treuer Kunde Hutchins war an diesem Tag mein einziger Kunde. Wenn das so weitergehen würde, könnte ich den Laden schließen und mir einen neuen Job suchen. Ich wusste, dass mir eine schwere Zeit bevorstehen würde. Danke, Mr. Thompson. Sie retten mir das Leben. Keine Ursache, Mr. Hutchins. Wären Sie nicht diesen Laden schon längst dicht machen müssen? Wissen Sie, Mr. Thompson, das wird schon wieder. Das Leben findet seinen Weg. Der alte Hutchins hatte immer eine sehr positive Einstellung zum Leben. Er wusste nicht, wie es ist, sich kaum über Wasser halten zu können. Ich beneidete ihn dafür. Wie jeden Tag ging ich auf dem Heimweg an dem Spielzeugladen vorbei. Es war dieser Moment an jedem Tag, als ich realisierte, dass ich meinen Kindern dieses Jahr nichts schenken konnte. Wie sollte ich das bloß meiner Frau erklären? Danke, Liebes. Was ist mit dir, Rick? Du wirkst den ganzen Tag schon so betrübt. Es ist nichts. Und raus mit der Sprache. Du weißt, dass du mir alles erzählen kannst. Es ist nur, der Laden wirft nichts ab und ich weiß nicht, wie wir Susi und Tyler erklären sollen, dass Santa dieses Jahr nicht kommt. Aber was ist denn mit dem ganzen Trödel im Keller? Davon wird sich doch sicherlich irgendwas zu Geld machen lassen. Mildred hatte immer die besten Ideen. Doch unter all dem Kram, der sich im Laufe der Jahre angehäuft hatte, fand ich beim besten Willen nichts, was irgendetwas wert gewesen wäre. Oh, was ist das denn? Und da sah ich es. Yamasen-Ming-Dynastie. Ich verstand ja nicht viel von Antiquitäten, doch es war klar, dass daraus sicherlich ein paar Dollar zu machen waren. Das ist alles, was ich habe. Nun, Mr. Thompson, ich glaube nicht, dass ich Ihnen mehr als 2000 Dollar für dieses Tierservice anbieten kann. Ich hatte eine Ahnung, dass Pellegrini mich nur über den Tisch ziehen wollte und das Tierservice in Wirklichkeit viel mehr wert war als die 2000 Dollar, die er mir anbot. Doch ich brauchte das Geld, und zwar schnell, daher willigte ich ein. Ich war sehr erleichtert, dass Susi und Tyler nun doch ein Geschenk unter dem Baum finden würden. In dieser Nacht schlief ich besonders gut. Hör mal zu, Freundchen. Ich weiß nicht, was du für ein krummes Ding mit mir drehst hier. Was? Sie? Was ist das Teaservice ist weg, weil du es mir wieder geklaut hast. Es ist weg? Tu doch nicht so, als würdest du das nicht wissen. Wenn dir deine Familie lieb ist, bring mir heute Abend das Teaservice zurück. Ich wusste, dass mir nichts anderes übrig blieb, als sofort die Polizei zu verständigen und Pellegrini anzuzeigen. Ich kannte Detective Kelly schon aus der Highschool und er versprach mir, sich umgehend um Pellegrini zu kümmern. Und das alles nur wegen diesem Teaservice. Teaservice? Hat er mich da verhört? War es zufällig dieses? Wie sich erweisen sollte, war das Teeservice schon seit Jahrhunderten überall dort aufgetaucht, wo Menschen in Notlagen waren, die nur durch eine Fügung des Schicksals zu lösen waren. Doch wie konnte das Teeservice diese weiten Strecken zurücklegen? Hat es seinen eigenen Willen, der es magisch dorthin führt, wo Menschen in Notlagen sind? Und warum verschwindet es dann immer, kaum dass es nicht mehr gebraucht wird? Möglicherweise ist der Pfandleiher ja auch nur Opfer einer Diebesbande geworden, die es sich zum Ziel gesetzt hat,
notleidenden Menschen zu helfen. Hat sich die Geschichte so zugetragen? Oder haben wir hier die Wahrheit verpfändet? Und nun wollen wir sehen, welche unserer heutigen Geschichten der Wahrheit entsprechen und welche frei erfunden sind. Was ist mit der Geschichte von der gelieferten Pizza, die Roy Ballou das Leben gerettet hat? Fakt oder Fiktion? Ihre Pizza, Sir. Oh, okay, was bekommen Sie? Die Pizza ist bereits bezahlt, Sir. Wenn Sie denken, dass diese Geschichte der Wahrheit entspricht, dann muss ich Sie leider enttäuschen. Auch wenn es Ihnen nicht schmeckt, wir haben Ihnen da eine dampfende Lüge aufgetischt. Und ist das Teeservice eine wandernde Seele, die in Not geratenen Menschen hilft? Wahrheit oder Illusion? Das ist alles, was ich habe. Nun, Mr. Thompson, ich glaube nicht, dass ich Ihnen mehr als 2000 Dollar für dieses Teeservice anbieten kann. Die einzigen hier in Not geratenen Menschen sind unsere Autoren, die wir für diese frei erfundene Geschichte entlassen werden. Sie ist falsch. Haben Sie nun heute die Realität erkennen können oder haben wir Sie getäuscht? Lagen Sie immer richtig oder ist die Wahrheit einfach unfassbar? Ihr Jonathan Töbelmann. In der nächsten Folge Showtime. Weitere abgesetzte Sendungen. Promenade Deluxe.